Hallo zusammen, hier ist Larik und ich erkläre euch heute, wie ihr den lästigen Mauszeiger-Bug in Red Dead Redemption 2 loswerdet. Ja, Red Dead Redemption 2 ist ja heute für den PC erschienen, am 5.11. Ich habe es mir für den Epic Game Store gekauft und hier funktioniert diese Lösung. Wenn ihr direkt bei Rockstar gekauft habt, dann mag die Lösung in Teilen auch bei euch funktionieren. Das erste und wichtigste ist, dass ihr, wenn ihr den Epic Game Store schon mal geladen habt, vielleicht beim Startup, dass ihr den erstmal schließt, denn den müssen wir jetzt als Administrator ausführen demnächst. Schließen tut ihr das natürlich durch einen Rechtsklick auf das System, auf das kleine Icon hier unten und dann auf Beenden. Dann schließt sich der Epic Game Store und jetzt müssen wir ihm beibringen, dass er demnächst als Admin ausgeführt werden soll. Das machen wir, indem wir hier unten zum Beispiel auf dieses Suchfeld klicken, da einmal Epic eingebt, dann öffnet sich hier auch schon der Epic Games Launcher als Ergebnis. Ihr öffnet den Dateispeicherort, also das letztendlich, wo diese Verknüpfung liegt, das Verzeichnis. Macht hier einen Rechtsklick auf den Epic Games Launcher, geht in die Eigenschaften, geht auf den Reiter Kompatibilität und klickt den Haken hier unten rein bei Programm als Administrator ausführen. Wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr auf Übernehmen und OK. Könnt das Fenster hier wieder schließen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt folgt jetzt sogleich. Ihr geht in das Installationsverzeichnis von Red Dead Redemption 2. Wo das ist, wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ich habe das hier auf so eine extra Spielefestplatte installiert. In diesem Verzeichnis findet ihr zwei Exe-Dateien. Wir kümmern uns nur um die rdr2.exe, denn um die geht es hier, nicht die andere. Ihr macht auch da einen Rechtsklick drauf, geht auf Eigenschaften, geht wieder auf den Reiter Kompatibilität, aber ihr macht hier nicht dieses Programm als Admin ausführen, sondern ihr klickt an, das hatte ich hier schon mal gemacht, das Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen wir für Windows 8. Hier drückt ihr auf Übernehmen und auf OK. Spätestens jetzt wird deutlich, dass dieser Fix natürlich nur in Windows 10 funktioniert. Schließt das Fenster wieder und startet das Spiel. So, ich habe den Ladebildschirm und die Intro-Videos einfach mal jetzt hier weggeschnitten. Aber wir sehen schon, dass wir nichts sehen, keinen Mauszeiger in Sicht. Und das freut uns natürlich. Und wir können ja, Red Dead Redemption 2 in seiner vollen Grafikpracht genießen. Das werde ich jetzt auch tun. Ich wünsche euch und mir noch viel Spaß mit Red Dead Redemption 2 und wünsche euch außerdem noch einen schönen Tag. Euer Larik.